Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie. 7 Days to Die. Ich hatte ja angekündigt in der letzten Folge, wir fahren jetzt direkt wieder nach Hause und sacken noch mehr Stuff ein aus unserer alten Behausung. Da kam der ja wie aus dem Nichts. Aber mir geht dieses Ausrufezeichen hier schon ein bisschen auf den Zünder. Deswegen würde ich tatsächlich, glaube ich, gerne erstmal dieses Auto rammen, um dann zu diesem Ausrufezeichen hinzufahren. Ich weiß, es ist schon spät. Es ist schon sehr spät. Es ist schon verdammt spät. Für meine Verhältnisse ist schon eigentlich viel zu spät. Aber nichtsdestoweniger würde ich, glaube ich, gerne nicht in dieses Gewässer fahren, sondern zu dem Ausrufezeichen und das endlich mal beseitigen. Das nervt. Komm. Das klingt auch cool, wenn man so durchs Wasser fährt mit dem Motorrad. Ich weiß auch gar nicht, was das für eine Quest ist. Also ich bin da vollkommen... Ich weiß es nicht. Ich glaube nur, das war eine Autowerkstatt oder so. Aber sicher... Ja, ich glaube, das war das komische Gebäude hier. Hör mal. Ne, das hier ist es. Oder das da. Oder dieses hier. Oder was. Oder wer. Oder wo. Ja. Ach komm, hier. Mr. Wackeldackel. Ich dürfte Ihnen mal... Ich verkaufe diese Knüppel. Hätten Sie vielleicht Interesse? Ach ja, komm her. Gisela. Das hat doch keinen Wert. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Es ist jetzt schon 19 Uhr. Und ich habe es noch nicht mal geschafft, in das Gebäude reinzugehen. Wie viel haben wir denn? Wie viele Fertigkeitspunkte? Ein. Okay, dann lassen wir das mal so. Ich würde tatsächlich gerne erstmal vorlooten. Auch wenn das wieder Unmengen an Zeit kostet, aber... ja, Loot ist ja immer gut, ne? Na? Heilige Maria. Und ich sagte noch so optimistisch, ich brauche keine Schmerztabletten. Immerhin habe ich noch zwei Heilbandagen, aber auch nichts zu essen. Ne? Ja gut, dann ist das jetzt so. Na, immerhin gibt es hier nochmal was, dann kann ich die doch gleich mal verschnabulieren. Bitte anklicken, dankeschön. Bitte benutzen, dankeschön. Bitte zerlegen, dankeschön. Obwohl, ach, hier, guck mal, ich habe ja eine gekriegt. Wie gut, dass ich die vorhin gefunden habe, schadet ja nichts, wenn ich die jetzt einsetze. Heilige Maria, das hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass da so ein Kerl ums Eck steht und dann so aggro ist. Na... Toll, eine spitze Hacke. Auch geil, man zerlegt einen Motor und kriegt einen Motorball raus. Aber gut, warum auch nicht? Ach, die ist noch funktional, oder was? Ist hier hinter noch irgendwer oder irgendwas? Ne, ist einfach nur ein Weg um zu. Aber, da wir das Ding ja sowieso zurücksetzen werden, wenn wir die Quest starten,
kann ich die auch abbauen, weil dann kommt sie ja wieder. Ne? Clever. Und ich brauche sie hier eh nicht. Also ob sie jetzt hier steht oder in China kauft irgendjemand was bei Wish.com, das ist, glaube ich, beläuft sich aufs Gleiche hinaus. Hier ist eine Funzel und hier soll ich rüber. Ja, genau. So weit. Warum springe ich denn so weit? Ah. Nee, 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 nee. Hör mal, jetzt. Geh hier endlich rauf und ich mache das jetzt einfach, bevor ich wieder weiß Gott wohin springe. So. Einen Geier hatten wir jetzt schon. Falsche Waffe, Junge. Ich bin immer noch durstig. Obwohl ich gerade schon mir ein Ding ins einverleibt habe. Na komm, dann trinken wir nochmal einen, ne? Schadet ja nichts. Was wir haben, das haben wir. Na, Mutti? Immer auf die 12. Auf deine, nicht auf meine 12. Jetzt bin ich auch schon wieder hungrig, Alter. Was ist denn hier los? Hm. Ist da unten was? Ja, hier. Brauchen wir gar nicht mehr aufmachen. Oh, achso, sie ist das. Na, immerhin hier, komm. Guck mal. Zack. Nutzen wir gleich. Hopp. Galopp. Ab dafür. In den Mund. Ins Gesicht. Das bringt uns wieder ein bisschen Health Points. Und auch ein bisschen weniger Hungrigkeit. So, das wird gesoffen. Der Motor, ja, nein. Wird zerlegt. Und es kommt immer ein Motor bei raus, scheinbar. Wenn man den Motor zerlegt. Federn. Ernsthaft. Ich höre hier komische Geräusche. Acid. Acid ist immer gut. Hm. Wer tut denn solche Teile in den Schrank? Hm. Kein Käffchen. Hätte ich jetzt auch tatsächlich getrunken, wenn eins drin gewesen wäre. Ein Käffchen, aber ist nicht. Also kann ich es nicht trinken. Aber immerhin gebe ich hier nochmal ein bisschen Soup, Soup, Soup. Eine Dose mit Shahili. Komm, den Scheiß können wir ja gleich. Piet. Zack, die Bohne. Ab dafür, weg damit. So, that was the kitchen. Warum auch immer die so einen Haken in der Küche haben. Aber gut, das ist für jedem das seine. Komm, die können wir auch nochmal. Schadet ja nichts. Ne? Wir haben ja eh schon Teile in der Tasche. Da können wir auch diese Werkbank nochmal schön ihrem Ende zuführen. Nee, würdest du jetzt bitte auch den letzten davon? Dankeschön. Oh.
Was? Wo? Wer? Ach, du da unten. Ja komm, wie wenig Körperteile kann man denn eigentlich haben? Willst du mal bitte an den Sofa-Dingern jetzt hier vorbei? Ist das nicht lootbar? Hallo und tschüss. Gehen erstmal kurz ins Klo. Oh, noch mehr Acid. Die Leute standen hier, glaube ich, sehr auf Acid. Habe ich Durst? Ich weiß es nicht. Ich trinke trotzdem. Schadet ja nicht. Immer genügend trinken, Leute. Ne? Aha. Das ist das A und O. Oh, ich habe gerade noch gesehen, da unten ist noch ein Versteck. Wer kommt denn hier? Ah. Dickwanst und Hoodie. Man. Hm, das war mal ein nettes Versteck. Nachgeladen habe ich hier. Ja. Dankeschön. Hm. Nichts dahinter. Oh, also, hier lässt es sich ja leben, sag ich mal, ne? Jo, damit ich die Farbe nicht mit mir rumschleppe, baller ich die jetzt einfach hier rein. Dankeschön, Wiedersehen. Wir hätten hier noch eine zerstörte Chemiestation mit Acid. Da ist nix. Das ist auch leider nur hässlich, aber bringt nichts. Okay, dann nehmen wir die auch noch wieder nach. Was kommt da eigentlich bei raus? Ach, auch hier, Eisenbarren. Die könnten wir dann theoretisch auch einschmelzen, wenn wir da keine Verwendung für haben, hier für das geschmiedete Eisen. Zum Beispiel, theoretisch vielleicht gegebenenfalls, ne? Ach, die ist durchsuchbar. Oh, was bist du? Was kannst du? Was machst du? Magazinvergrößerungsmod. Okay, habe ich gelernt. Können wir jetzt. Magazinvergrößerungsmod. Ja, ist auch gar nicht mal so teuer. Was man so alles im Müll findet, ne? Ich habe ja Gott sei Dank ein leeres Minibike. Motorrad. Es wird weiterhin Minibike heißen, glaube ich. Das ist, selbst wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, wird es ein Minibike sein. So, das kann jetzt aber bitte mal... Das brauche ich nicht, den Krams hier. Hier raus. Mache ich ein Klebeband, ein Verband. Oho, oho, oho. Ja, haben es besser als brauchen. So, was bringst du? Nichts. Dann komm weg. Das brauche ich auch nicht. Doppelläufige Schrotflinte. Hm, ja, komm. Aber interessant sind hier auch diese Kistchen hier. Working Stiff Tools. Na, na, na. Geilo. Schmelztiegel. Ja, brauch ich nicht selber bauen. Alter. Von der Premium-Loot, ey. Ja, ist schon auch ein bisschen seltsam. Gebe ich zu. So, Kiddas, was ist denn hier jetzt noch? Außer diesem ganz schön hässlichen Gesicht. Bisschen Koffer geboffer. Da oben noch ein verwitterter Rucksack. Na toll, Alter. Was soll ich denn damit? Hab ich jetzt hier droppt? Ne, ich wollte ja nicht droppen. Ich wollte doch zerlegen. Siegfried, nicht droppen. So, und jetzt hier, hätten wir noch den dezent verschlossenen Wandtresor. Im Moment ist es vorbei mit der, ne? Also, wird es leider in dieser Folge nichts.
mit dieser Quest, weil es ist jetzt 2200. Da werde ich die Quest ganz bestimmt nicht machen, kennt mich. Deswegen fahren wir dann einfach gleich mit vollen Taschen nach Hause, machen die dann nochmal voller und ja, nehmen diese Quest dann einfach beim nächsten Tageslicht in Angriff. Sie es denn? Okay. Keine Ahnung. Wir möchten jetzt hier unten hin. Wie auch immer. Tschüssi. Da werde ich diese Folge wahrscheinlich auch Premium Loot nennen. Schade, dass ich kein Foto gemacht habe von diesen Kisten in dem Raum. Bonk. Ich spiele jetzt hier nicht Tannenflipper, ey. Lass das mal schön bleiben, Jungs und Mädels. Macht das eigentlich irgendeinen Unterschied? Also wenn ich hupend irgendwo langfahre, schreckt das dann mehr Zombies auf, als wenn ich, aua, als würde ich nicht hupend dran vorbeifahren? Das ist tatsächlich eine ernsthafte Frage, weil diese ominöse, mickrige Hupe, uiuiui, Stein, wüsste ich jetzt nicht, dass die irgendwas Sinnvolles beisteuert. Ich bin volle Möhre dran vorbeigefahren, ne? Schöner Abendhimmel. Ui, schöne Zombies, die explodieren. Zumindest hatte ich das hier auf dem Ohr, auf dem linken. Boah, ist auch mein Minibike. Das wirkliche Minibike. Alter. Was stimmt mit dir nicht? Ich glaube aber, der Bereich hier ist immer noch geschützt wegen des Dingens. Kann das sein? Des Schlafsackes. Och, das ist doch auch... Geil, dass ich schon wieder volle Taschen habe hier. Da muss ich aber echt, glaube ich, mit Photoshop rumtricksen, damit das... Ach nee. Man sagt immer Photoshop, aber bei mir ist es tatsächlich Affinity-Foto. Rumtricksen, damit ich das nochmal adäquat in Szene gesetzt kriege hier. So, ich gehe jetzt erstmal kurz... Irgendwie, jetzt fange ich hier an auszusortieren, ist auch irgendwie geil, ne? Kurz mal irgendwie sowas, was hier so in Technik, was in Technik weg kann. Das ist Händler, Mods und Parts würde ich gerne erstmal was loswerden, sehr schön. Den einen Splint. Den einen Splint lasse ich trotzdem hier. Auch, ne, für den Fall der Fälle, ihr wisstet, wenn was ist, dann habe ich hier immer noch mal einen Splint, auf den ich zurückgreifen kann. Was kannst du denn hier? Gedämpfte Verbindungsmod. Minus 8% Geräusche. Kriegt man das auch in hier in sowas rein, eigentlich? Ne. Oh, ein Schmelztiegel. Wie geil. Ich finde das immer noch sehr geil. Gut, habe ich hier vielleicht in sowas. Da habe ich das schon drin. Hier könnte ich das noch reinmachen. Noch mal leiser. Also so leise geht schon fast gar nicht mehr. Das könnte ich aber tatsächlich mal reparieren, glaube ich. Willst du es mal in die Hand nehmen, bitte? Danke. Einmal reparieren und gleich wieder anlegen. Sehr schön. So, wie repariert.
Eine Einser. Nee, komm. Ich weiß, es bringt mehr, wenn ich sie einschmelze, aber nee. Die lassen wir jetzt einfach mal da, wo sie ist. Welchen würde ich denn jetzt als ehesten leer kriegen können? Den hier wahrscheinlich. Komm, den Scheiß kann ich zerlegen. Dann nehme ich das mit. Restmüllbaustoffe ist restlos leer. Leer. Sehr schön. Das hier ist dann... wie nennt man das denn? Passt gar nicht drauf, wa? Ha. Nee. Ach, was weiß denn ich? So. Himmelarsch und Zwirn. Da machen wir doch jetzt hier keine Wissenschaft draus. Ich hätte natürlich von meinem Kram auch nochmal was unten ins Minibike tun können, aber so. Es muss ja zwangsweise alles mit. Also... Komm, die hier können wir auch zerlegen. Das Messing-Ding kann ich zerlegen. Habe ich hier noch was ich nachladen kann? Oh. Stimmt, da hatte ich, glaube ich, hatte ich ja modsmäßig was geguckt. Ich weiß es nicht. So, wieder einmal durchsortieren. Dankeschön, danke sehr. Der zerlegt das da unten. Die Radiatoren lasse ich mal bitte, wie sie sind. Wunderbar. Das heißt, ich kriege noch zwei Sachen mit. Gut, dann ist das hier nämlich auch leer. Hoppala. So. Ja, und die Folge ist tatsächlich leider auch schon wieder am Ende. Und irgendwie beenden wir diese hier, wie wir die vorletzte beendet haben. Bei uns in der alten Basis, beim Leeren der Lagerstätte. Ach, hier habe ich auch den Topf rausgenommen. Kochgrill. Habe ich hier noch einen? Einen Topf, meine ich. Weil das wäre hier eigentlich dann noch sinnvoll, dass wir hier irgendwie einen Topf haben zumindest. Nee. Hm. Na gut, dann müssen wir hier also bei Zeit mal wieder einen Topf mit herbringen. Ich verabschiede mich von euch und aus dieser sehr kurzen zweifolgigen Aufnahmesession. In der nächsten Folge machen wir weiter mit unserem Umzug. Das hoffentlich kriegen wir... Habe ich hier irgendwas zu essen noch eigentlich? Nee, ne? Super. Das kriegen wir dann hoffentlich... hätte ich mal nicht alles mitgenommen. Das kriegen wir hoffentlich dann in dieser Nacht vielleicht größtenteils geschafft mit der Hin- und Herfahrerei, damit wir uns dann auch bald unserer Basis widmen können, um die weiter einzurichten. So, ich sage Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Hoffe, dass wir uns hier alle in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Tschüssi.